Sie sind Mitglied der Hauptverhandlungsrunde und auch der Arbeitsgruppe Ländliche Räume. Wie laufen die Verhandlungen? Ja, man merkt doch, es quietscht heftig im Gebälk, auch in dieser Arbeitsgruppe. Aber trotzdem merkt man beiden Seiten schon die Ernsthaftigkeit an, dass man zur Lösung kommen will. Aber Deutschland ist eben sehr unterschiedlich. Also der ländliche Raum in Nordrhein-Westfalen ist völlig anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Wo quietscht es denn konkret? Ja, immer wenn es konkret wird um die Finanzströme, die wir jetzt ja neu zu ordnen haben. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, Städtebauförderung. Ist ein großer Posten auch für Mecklenburg-Vorpommern. Ab 2019 soll dieses Instrument auslaufen. Und da steht jetzt natürlich die Frage, wie gestalten wir das aus? Und da müssen wir aufpassen, dass wir als ländlicher Raum nicht abgehangen werden. Was sind denn die wichtigsten Punkte für das Land Mecklenburg-Vorpommern? Worum geht es da ganz genau? Alle Instrumente, die wir jetzt beispielsweise auch bei den Flüchtlingen aufgelegt haben als Bundesinstrumente. Wir haben jetzt rund 8 Milliarden, die wir heute hier verhandeln sollen, die fast komplett auf die kommunale Ebene gehen. Da ist Mecklenburg-Vorpommern in nahezu allen Punkten betroffen. Weiteres Beispiel Gemeindestraßen, weiteres Beispiel Stärkung des Ehrenamtes. Das sind alles Punkte, da haben wir uns noch nicht geeinigt, aber wir sind auf einem guten Weg. Es gibt Agenturmeldungen, es gebe eine Einigung unter den Verhandlern zum Thema Familiennachzug bei Flüchtlingen. Ist das wirklich so? Ja, ich würde mir das wünschen. Genau werden wir das erst am Donnerstag, Freitag erleben, wenn wir uns in den Hauptverhandlungsgruppen dazu treffen. Ich habe die Meldung auch gelesen. Das ist ja ein zentraler Punkt, wo die Union auch nicht mehr weiter nachgeben kann. Da sind wir uns schon sehr weit entgegengekommen, auch in Richtung SPD. Und wenn es da jetzt eine Einigung geben würde, würde ich das sehr begrüßen, würde die Verhandlung verkürzen. Herr Gurkert, ganz herzlichen Dank. Gerne.